Guten Morgen Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben den zweiten Tag der Deutschlandreise, das bedeutet so der erste richtige Tag in Hamburg. Das Wetter ist so, naja, aber davon lassen wir uns auf jeden Fall nicht einschränken, wird denke ich mal ein richtig cooler Tag. Ich habe heute früh auch schon ein bisschen was vom gestrigen Vlog angefangen zu schneiden. Jetzt geht's erstmal nach Hamburg und an den ersten Spot. Nach so ungefähr 20 Minuten Fahrt sind wir dann auch bei den Landungsbrücken angekommen. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus hier, würde ich sagen. Nachdem wir jetzt mit dem Boot noch ein bisschen weiter gefahren sind, sind wir letztendlich zurück zum Hauptbahnhof und jetzt mit der U-Bahn zum Jungfernstieg gefahren. Und da treffen wir jetzt Sandro. Das ist auch ein Vlogger, einige von euch kennen ihn vielleicht. Wir gehen jetzt einfach mal aufs Schiff rein. Kommen wir hier jetzt rein? Ah, schon Zug noch, oder? Egal, für mich ist nicht zu, Leute. Ich geh einfach rein. Ohne Eintritt. Grüße, Junge. Ja, was soll das? Ja, was soll das? Moin. Ich würde sagen, wir haben den besten Aussichtspunkt gefunden, oder? Ja, auf jeden Fall. Ciao, mach's gut. So. Wir sind jetzt nochmal schnell auf dem Weg zum Bahnhof. Wir sind schon wieder daheim gewesen, haben ein bisschen was geschnitten. Aber wir haben gerade erfahren, dass Morten, bei dem wir eigentlich übernachten wollten, gerade am Bahnhof angekommen ist, beziehungsweise glaube ich so in einer halben Stunde ankommt. Da fahren wir jetzt hin und machen noch ein bisschen was mit dem, so eineinhalb Stunden oder so. Morten ist mittlerweile auch schon wieder nach Hause gefahren. Wir haben so, weiß nicht, eine Dreiviertelstunde, Stunde oder so gehabt. Waren auch was essen und haben einfach ein bisschen gelabert. War auf jeden Fall wirklich cool. Wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Vielleicht fahre ich da mit Timon mal bald hin, aber... Nein. Ja, vielleicht, wenn da alles gut läuft. Und sonst, ja, war eigentlich insgesamt ein ganz cooler Tag. Der letzte Tag aus Hamburg. Hamburg ist eine schöne Stadt, das nehmen wir mit. Ich denke mal, wir kommen auch irgendwann wieder her, oder? Auf jeden Fall. Von dem her solltet ihr mal die Chance haben, nach Hamburg zu fahren und euch die Stadt anzuschauen. Tut das und ja, dann würde ich sagen, falls euch der Vlog gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung und ein Abo durch. Schaut bei Timon vorbei, schaut bei Morten vorbei und ja, das war's. Haut rein, macht's gut, ciao.